schöne Alustelle. Kommt zu Papa. Sag mal, hier schmatzt doch jemand übel einen ab, Alter. Guck mal, wo der hin ist. Aha, was machen wir da denn? Hier auf dem Sonntag sich alleine hier einfach schon ein schönes Eierbrötchen reinziehen oder was, oder wie? Alter, nicht so wie es aussieht. Wo ist denn mein Eierbrötchen, sag mal? Das kannst du nicht, das ist nicht mir. Ey, Kalle, ich hab dich gar nicht so früh erwartet. Ich dachte, wir machen heute hier schön. Wir gehen hier eine Runde übers Feld, dachte ich, hier machen wir ein bisschen was, oder wie? Ja, ich wollte ja heute meinen Hof zeigen, ne? Ja. Pass auf, wir machen dir einfach auch eine Eierstulle. Ja, aus eigenem Anbau. Ja. Komm, ich zeig dich mal rum. Du musst mich nicht zeigen, ich kenn mich selber. Ja, Entschuldigung. Ich bin zu fett. Ja, ich merke das. So. Kalle, du weißt ja noch damals, wir haben am Hungertuch hier nach. Boah, Alter, Falco ist auch da, Alter, geil. Genau, damals war ja so unser Motto, from the bottom to the top, ne? Ja, und jetzt bist du angekommen. Ich bin ein gemachter Mann. Die Spandauer Wirtschaftsförderung, die hat den ganzen Hof hier finanziert. Spandauer Wirtschaftsförderung, wir sind ja so. Ja, mit Eintracht Spandau scheint zu löppen, wa? Ja, mittlerweile. Ja. Also das hier ist von Unia unser... Ich glaube, das ist ein Silo, naja. Und das ist jetzt unsere Bäckerei. Du hast eine Bäckerei, Alter? Ja, klar. Auf dem Hof? Auf dem Hof, ja. Auf dem Hof, bei Landwirtschaftssimulator 22 ist es ja so, dass man nicht einfach nur hier ein Feld rodet und dann den Weizen verkauft. Nein, man kann jetzt auch Wertschöpfungsketten schaffen. Da hat man hier dann ein schönes Menü. Da braucht man zum Beispiel für unser Brot Mehl. Ja. So, aber es gibt auch noch andere Ressourcen. Ja, du kannst mir ja gleich alles zeigen, aber ich gucke jetzt auf die Uhr, es ist 12.17 Uhr. Ich hätte jetzt gern auch mein Flaschenbrötchen langsam mal. Ja, ich weiß. Also ich führe ihn nur jetzt zu Ende. Hier ist unsere Garage, da haben wir unten noch so einen Schacht, da können wir reparieren. Ah, ja. Guck mal. Geil, ne? Und hier ist meine Hütte. Warum ist denn da eine Amerika-Flagge? Ihr noch gequatscht. Wir holen uns erstmal ein kleines Getränk. Hier der Uli von der Tanke gegenüber. Alter, da steht ein Reh auf der Straße. Hä? Hast du nicht gesehen? Nee, hätte ich direkt erschossen. Ja, aber weißt du, was wir noch gesehen haben jetzt letztens, Alter? Ja, ich habe wieder ein bisschen angefangen zu zocken, weißt du? Ja, und ich Epic Games Store, da gibt's jetzt einen Warenkorb, Alter. Boah, heftig. Ja, ist ja genau passend. Da ist ja jetzt, Kalle, da ist seit dem 16. eine Sales-Aktion bis zum 6. Januar, ne? Nee. Da gibt's von über 1000 Spielen, Add-ons und so weiter, Rabatte von 10% bis 95%, Digga. Und wenn du Spiele in dieser Zeit im Wert von 14,99 oder mehr kaufst, gibt's einen 10-Euro-Gutschein. Und falls ihr dieses Spiel auch kaufen wollt, ist ein Link unten in der Videobeschreibung. Erster Link. Einfach draufgehen, im Epic Game Store landen, das Ding kaufen und den Creator-Code Hand of Blood eingeben. Und nicht Kalle. Hast du überhaupt ich hab... Nö. So. Nee. Jo, Uli! Jo, hast du auf? Ja, klar, Alter. Komm rein, Digga. Okay. Ich komm mal rein. Kalle, bin gleich wieder da. Ja, ich setz mich auf den Plastiktisch. Ich spreche von Berlin nach JWD. Wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Ah, bist ja schon. Ja, moin. Ah, Doppelklang. So. Oh. Ja, wenn du richtig Hunger hast, ne? Ich muss so Malz immer abhaben. Ja. Oh. Ja. So, Kalle. Oh, hast hier Platz hier genommen, ja? Ja, klar. Komm, wir fliegen jetzt in den Acker. Ja, let's go. Nein, wir... Nein, da vorne steht doch schon dein Moped. Ich sehe das doch von hier, Alter. Ja, wieder die alte Gerätschaft. Der Gerät! Willst du es machen oder soll ich? Ja, ich würde mal gerne hier einen rüberscheppern, wenn das für dich fein ist, du. Aber das ganze Feld, Dalli, ich hole den Träger. Ach so, ich muss, glaube ich, erstmal in deinen Club rein hier, oder was? Ja. Studio 2 Gaming ist jetzt auch. Okay, Studio 2 Gaming vor allem, hä? Ja, klar. Ich komm jetzt rum hier mit dem. Oh, Anhänger noch gar nicht. Gibt's ja schön immer ein Tutorial da oben, ne? So. Mein Rohr kann ich ausfahren? Nee. Kein Schneidewerk vorhanden, Digga? Ja, du musst ankuppeln mit Kuh, du Affe. Oh, wieso liegt denn das hier vorne rum? Ja, damit das rostfrei bleibt. Ui. Ja, jetzt geht's wieder los. Ui, da kommt ein richtiger Schrot raus. Ey,
du sollst es nicht fressen, Mann! Oh. Oh mein Gott! Nein! Hey, was? Oh, lol! So, wie viel hast du denn im Tank? Steht da Liter? Jo, 2300, Alter. Reicht das für ein Brot? Nee. Nee. Hau dir doch nicht mir nicht die Hundehütte um. Nee, also der muss das lernen. Boah, Alter, das war knapp. Was? Boah, ist aber schon wieder, macht schon Bock, oder? Hier schön schleißfrei über den Acker. Ey, da hinten ist wer auf meinem Grundstück. Ey! Ich mach den hier! Ist Privatgrundstück! Ist Privatgrundstück! Ja, dann verpiss dich! So, jetzt fahr da mal aus. Ich nehme mal die Kurve. Alter, Schwung. Abdeckung öffnen. Zack. Klapp wieder ein. Nee. Nee, passt perfekt. Alter. So, Kalle, weißt du, was wir jetzt machen? Wir bringen das jetzt erstmal zu den Hühnern, damit die sich richtig voll fressen. So, warte mal, wo waren das jetzt noch? Ah, da hinten. Siehst du da hin? Ja, ja, aber mach nicht dein Feld kaputt. Ah, ja, Junge. Haben wir genug. Ja, scheiße. Du schön Weizen, Junge. Junge, du fährst da voll drüber. Scheiß doch drauf. Ey, hier. Nee. Guck mal, hier, das ist mein Hühnerstall. Das ist sogar Freilandhaltung, wie man sieht. Junge, wo sind deine scheiß Hühner? Weil Tierschutz ist mir wichtig. Wie, wo sind die Hühner? Weiß ich nicht. Junge, wo sind die Hühner? Junge, das ist keine Hühner. Habe ich keine Hühner? Ja, das ist keine Hühner. Alter. Hat mein Mitarbeiter hier keine Hühner reingetan? Ja gut, dann hier, Hühnerstall. Du hast noch keine Tiere, das weiß ich. Ah ja, das war ja auf P. So, P. P wie einkaufen. P. Wie viel wollen wir denn? 10 Hühner, 15 und ein Hahn? Ja. So. Boah, alles kommt aus Frankreich. Guck mal, der Französische, die sind ja auch die Le Coqs, oder? Le Coq. Okay, dann lade ich jetzt ab. Ober. Oh, oh. Ja, da passiert gar nichts, da passiert gar nichts. Ja, war daneben, war daneben. So, muss er ins Silo rein. So, jetzt? Jetzt passiert da was, ja. Oh, ja. Okay, Kalle, folgendes. Ich fahr jetzt mal zum Händler. Gut, was mach ich? Du kommst mit. Ich lauf dir den ganzen Tag her. Ich nehm jetzt einen Pickup. Ja, gut, nimm mal einen Pickup. Hab ich Schlüssel stecken lassen, ne? Lizard, Alter, ein 86er, ne? Hast schöner du Lizard. Oh! Gut, bist du versichert oder was? Ja, klar. Spannauer Wirtschaftsförderung. Ihr habt meinen Rücken. Ja, was machst du denn? Ich bieg ab. Ah! Ah! So, jetzt gehen wir shoppen. Mähdrescher. So, und dann nehme ich jetzt einfach den teuersten, weil ich. Nimm mal das größte, oder? Ja, ja. So, hier, Klaas Clever, Lexion. So, ich habe keine Ahnung, wie. Boah, der sieht heftig aus, ey. Halber Panzer. Alter, Digga. Warte mal, ich brauche ja noch Schneideding. Für 100.000. John Deere. Boah, Alter. Yo, was? Probier das mal mit dem Klaas. Clever, Umlauf, Häufer. Alter, Bruder! Junge, hast du den langen Kamm da aufgetüftelt? Der Gerät! Ich fahr jetzt zum Feld, du Opfer. So, Drescher anschalten. Was? Ich soll den erst. Ich soll den aufklappen? Naja, der braucht. Alter, ey. Ja, Ufo, ja. Mutterschiff, jetzt kommt die Jungs raus. Boah, Alter, ist genug, Alter. Jetzt gehen wir mal Gas! Yo! Geh mit dem Pickup wieder weg! Du wieder einfach mit einem Zug das halbe Feld rasierst, ey, unnormal! Ich rasier das wirklich. Ey, ey, der View musst du einblenden, das sieht so ja, nice. Ja, okay, ich wird jetzt eingeblendet. Ja, heftig. Up, up to the sky! Okay! Let's go! Hey, der Pickup, Junge! Oh, da kommt ein Auto entgegen. Ich guck mal, ob der mich aushält. Ich komm dir mal entgegen und lenk. Oh, shit! Ja, komm, ich fahr hier mal links in die Straße rein. Perfekt, dann blockieren wir auch nicht die Landstraße. Das sind ja, ja Ehrenbrüder. Ey, aber das Rohr ist länger als mein Leben. Yo, Alter, ist der Jeck. So, da kommt er mit seinem Hänger. Jetzt gib mal richtig Stoffi, Alter. Stell dir vor, jemand fährt so mit dem LKW hier lang, Alter. Jo. Naja, du musst mehr nach vorn fahren, mehr nach links. Ja, oh, scheiße. Ah, ja, das gibt lang. Ja. Oh, der geht doch die Hälfte daneben. Naja, musst du nee, so. Das gibt schon. Hol mal raus, die Scheiße. Zack, ist weg. So, jetzt sollen wir irgendwie Mehl kriegen. So, guck mal, hier liegen auch schon die Eier. Kann ich die hier? Komm, mach mal ruhig. Bin sofort da! Dauert eine Sekunde. Männer, was kann ich für Sie tun? Wir haben Weizen.
Würden wir gerne Mehl umwandeln. Oh, ja. Ihr eigener Weizen? Oder ich möchte gerne, gerade eben verpackt. Ja, Mann. Oh, das ist das aber... hätten wir gerne einmal gemahlen. Ich will mal in die Mühle, wa? Ja, dann fang ich mal an. So! Oh ja, schauen Sie mal. Oh, ist ja gute Ware. Machen Sie mal Hand auf. Das ist aber hier, ja. Oh. Das geht aber. Probieren wir das Produkt. Jo, das ist Mehl. Nehmen wir, oder? Ja? Okay, davon gerne so 2000 Liter. 2000? Kriegen wir hin. Dann also, wir holen das ab, ja. Ich mühe das durch. Gar kein Stress. Okay, wir gehen. Ja. Ah! Alter, jetzt. Er lässt richtig los, ne? Der macht richtig Umdrehung. Ja, der hat das aber eine gute Technik drauf. Das habe ich eben schon gesehen. Auch also, die ganze Nacht geht das hier. So, ja. Achtung, 1000 Liter. Oh, ja, oh, hier. Oh, Alter, oh! Hat er direkt schon eingepackt, Alter. Premium Flower. Das bringen wir jetzt zur Bäckerei. Aber wie? Alter, wie es hier aufgestapelt wurde gerade, ne? Hast du gesehen? Wir brauchen so einen Gabelstapler, glaube ich. C332. Alter, wie du da drin sitzt, so richtig ready. Ja, klar, Alter. Ich bin richtig ein Monster, Digga. Ja, ich fahre mal rüber, oder? Ja, bis gleich. Ich guck mal, was unsere Hühner machen, ja? Junge, da liegen richtig dicke Klöten hinten im Kanister. Hab ich Alter, die haben richtig Eier gemacht. Ja, ja, aber richtig fette Wämser. Oh mein Gott, ich kann die tragen. Echt? Ich fliege! Ey! Wo sind die Eier? Du hast die Eier weggeschmissen, ich hab's schon hier gesehen! Hä? Ich bin geflogen! Mach runter die Gabel. Geht nicht! Nach vorne kippen. Ja! Ja! Nee, das ist immer noch so. Ja, so ist gut. So, jetzt langsam. Vorsichtig. Ja. Warte, jetzt machen wir Licht. Das passt nicht. Die müssen noch schmaler. Ja, so. So ist geil. So ist geil. Jo! Und rein damit! Nee, nein! Nach oben! Andere Richtung! Andere Richtung! So reicht! Perfekt! Und jetzt vorsichtig. Ab zur Bäckerei. Jo. Männer, was kann ich für euch tun? Ja, also wir haben hier Mehl vom Kollegen. Sie haben einen Hund mitgebracht, Mensch. Ja, der Falco. Naja, und wir würden jetzt gern Brot backen wollen. Ja, das ist, da seid ihr ja auch beim Bäcker angelangt. Hier. Kalle will eine Eierstulle. Geben Sie mal her hier. Also. Und, wie war der Tag bis jetzt? Ich knete gerade. Tag war super. Guck mal, was der Bäcker da hat. Ist im Ofen. So, ja, ja. Guck mal nach. Ist fertig! Ah, Mensch. Ja. Oh, ist das knusprig? Kannst du das? Oh, ja, das ist das Geräusch eines fertigen Brotes. Oh, schöne Stulle. Extra für Sie. Ui, hey, Digga. Hey, Mama, mein Brot. Ja, ist eine Stulle. Wie viele Liter haben wir Mehl? 957. Jo, dafür hätten wir hier ein Brot. Ja, machen wir noch welche, oder wie? Ja, gut. Ja, ja. Gerne. Dann würden wir schon mal. Ciao. Oh! Rum. Die Brote sind im Ofen, Jungs. Wunderbar. Boah, Kalle, guck mal hier. Ja, schön die Brote, ey. Aber das geht auch fix, ne? Wie der da das Brot gebacken hat. Ja, ey, was der für ein Thermo-Hochdruck-Backofen hat, ey. Der hat aber komische Geräusche gemacht. Also will ich nochmal zuschauen. Ja, der hat aber aus dem letzten Loch gepfiffen. Pass mal auf, ich hol's die Eier. So, dann schau ich hier ein. So, schmeiß sie mal an. Ja, bis gleich, ne? Bis gleich. Oh, Vorsicht, Auto! Oh, wow, Alter! Cindy, ey, wie geht's unseren Hühnern? Bist du jetzt nachgelassen, ne? In der Verantwortung. Alter, ey, richtige Palette. Stimmt, die habe ich von vorhin. Nee, warte, ich nehme da die frische. Junge, geht es? Ja, das sollte passen. Schieb rein den Lachs. Jo, drauf. Oh, Alter. Heb dich richtig an. Ja, so. Alter, ich. Die Eier! Pass auf die Eier auf! Ey, die sind sonst alle im Ass. Ich springe auf hier. Fährst du mit? Gut, warte.
Und ups. Alter, ey. Athletisch. Alter, geil. So, ich fahr jetzt. Ja. Alter, richtig. Was ein Bild für die Girl. So, ich hau dir jetzt genau neben die Brote. Komm noch runter, du Scheiße. Ja, sieht gut aus. Ja. Komm, lass dich beschmieren, oder? Oder wollen wir die. Wir bringen die in die Scheune. Jetzt hätte ich auch beide gleich. Ja! Alter! Ja! Ich bin ja so ein Pro. Wo tue ich ihn hier hin? In den Keller reinstopfen. Ja, bringen wir unten rein hier direkt. Bisschen weiter vor. Ja. Und jetzt so, ich lade einlenken. Das ab. Ich kipp einfach runter. Aber ja, die Entfernung muss stimmen. Ja, so, so jetzt wäre perfekt. Jetzt wäre perfekt. Jetzt denke ich ab, ja? Ab, ja. Kipp nach. Ja. Jo! Jo! So. Spür mal drauf, warte, ich muss ja mal nachstechen. Ja, spring mal, komm, dann muss stopf die Scheiße. Stopf da richtig rein, die Brote. Ja, das geht nicht, Alter. Schöne Stunde. Ja, hier ist das Brot. So, ich schneide dir eine schöne Scheibe auf. Ja. Guck mal, da ist die Kamera. Peace. Nimmst du wieder was auf hier für deinen Scheiß da? Ja, YouTube. Ich bin auf Pharma Online. So, jetzt können wir die Eier. Ja, weißt du, wie ich das zu Hause immer mache? Wenn wir Eier aufmachen? Messer. So. Probier's auch mal. Ja. Oh, aua. Ja, nicht so fest. Ehre. Ja, ich mach mir die Eierstulle so. Zum Wohl. Oh, weil wir haben ja Putzkraft. Ja, Leute, ich mach mal eine Runde Landwirtschaftssimulator. Schau doch mal bei Kalle vorbei, da kämpfen wir mit Krabben. Ja. Tschüss.